Das Harzhorn. Ein unscheinbarer Höhenzug im Landkreis Northeim im südlichen Niedersachsen. In der Gegend erzählt man viele Legenden über diesen Ort. Es heißt, hier habe im Mittelalter eine Burg gestanden. Es ist der Sommer des Jahres 2000, als sich zwei Hobbyarchäologen aufmachen, um dort nach Überresten genau dieser Burg zu suchen. Eine Genehmigung dafür haben sie nicht. Das macht ihre Unternehmung de facto illegal. Denn archäologische Funde gehören dem Land. Ihre Metalldetektoren schlagen wieder und wieder aus. Fund um Fund kommt ans Licht. Aber stammen diese Gegenstände wirklich aus dem Mittelalter? Die Hobbyarchäologen verschwinden wieder und mit ihnen ihre Funde. Bis zum Sommer 2008. Im Internet bitten sie um Mithilfe bei der Identifizierung. Vor allem von diesem Fund. Sie glauben, es sei ein Kerzenständer. Doch weit gefehlt. Der Top-Fund ist angeblich römisch. Wie kommt ein römischer Gegenstand auf diesen Höhenzug in Südniedersachsen? Ein archäologisches Rätsel und der Beginn einer wissenschaftlichen Sensation. Was geschah am Harzhorn? Den Hobbyarchäologen wird die Sache zu heiß. Sie melden ihre Funde der Kreisarchäologin Dr. Petra Lönne. Aber auch ihr ist ein solcher Sensationsfund eine Nummer zu groß. Sie holt sich Hilfe beim Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege. Der vermeintliche Kerzenständer kommt in professionelle Hände. Fachleute sollen ihn genauestens untersuchen und restaurieren. Den Wissenschaftlern wird schnell klar, dass es sich nicht um einen Kerzenständer handelt. Aber was ist es dann? Dr. Henning Haßmann, Landesarchäologe von Niedersachsen, zieht einen der führenden deutschen Römerexperten hinzu. Ich habe ein Gerücht gehört, dass es römische Funde relativ weit im Norden gibt. Und ich war natürlich sofort begeistert. Ich kann mich noch erinnern, die haben mich am Handy angerufen. Ich bin am Bahnhofsvorplatz gesessen, habe geschlottert. Es war ein eiskalter Wind, aber ich konnte da nicht abknipsen. Es war so spannend. Ja, wunderbar. Und was hier eigentlich ganz interessant ist, der ist hier sehr schön mit Verzierungen versehen. Als Griff. Als griffig, genau, die eingeschlagen sind. Ich habe genau praktisch dieselben Rillen unten auf dem Hufschuh gesehen. Da gibt es eine fast identische Parallele. Wir haben hier ein ganz außergewöhnliches Stück. Den Schutz eines Pferdehufes, der nur römisch sein kann. Wir bezeichnen dieses Stück als Hypposandale. Und es ist schon eine kleine Sensation, sowas so weit in Germanien zu finden. Eigentlich sollte es hier am Harzhorn keine römischen Funde geben. Denn die Römer schafften es nie, das berüchtigte Germanien ganz zu erobern. Und das, obwohl sie große Teile Europas, Nordafrikas und des Nahen Ostens beherrschten. Das Harzhorn lag damals 500 Kilometer entfernt von der Grenze des Römischen Reiches.
tief in den Wäldern Germaniens. Bisher gingen die meisten Historiker davon aus, dass die Römer sich nicht so weit in dieses unwirtliche Land vorgewagt hatten. Wie also kommen römische Funde auf das Harzhorn? Im Sommer 2008 beginnt hier ein Rennen gegen die Zeit. Die Behörden haben Angst vor illegalen Raubgräbern. Sie lassen das Harzhorn weiträumig absperren. Und schicken zwei Männer. Sie sind Experten im Umgang mit dem Metalldetektor. Die beiden Grabungstechniker Michael Brangs und Thorsten Schwarz. Das Harzhorn ist mehr als 4 Quadratkilometer groß. Ein riesiger Laubhaufen, in dem vielleicht einige römische Nadeln stecken. Wo fängt man da mit dem Suchen an? Intuition ist das schon, ja. Man muss sich ja schon ein bisschen reindenken, wie das hier früher ungefähr abgelaufen ist. Dann kann man so teilweise wirklich zielstrebig auf Punkte zugehen, wo man wirklich das Gefühl sagt, da ist was. Und da kommt dann auch häufig was. Ja. Aber längst nicht jeder Fund stammt wirklich aus der Antike. Nein, keine römische Schere. Neuzeitlich. Wie tief der Metalldetektor etwas finden kann, hängt von der Witterung ab. Nasser Boden zum Beispiel leitet das Signal besser. Dann können sie auch über 30 cm tief noch Metallfunde aufspüren. Aber so tief müssen die beiden Grabungstechniker selten gehen. Die meisten Funde liegen direkt unter der Oberfläche. 95% ihrer Funde sind Schrott. Doch die beiden Grabungstechniker sind überzeugt, dass hier mehr zu holen ist. Wir sind hier erst am Anfang von irgendetwas Großem und wir können das Große aber noch nicht fassen. Wir haben 1000 Fragezeichen, das macht das Ganze unheimlich spannend. Boah, das kribbelt jeden Morgen. Also es ist egal, ob man jetzt hier einen Tag über was findet oder nicht findet. Man hat wieder versucht, so ein kleines Puzzle zu lösen oder einzusetzen. Und das ist toll. Um dem Rätsel Harzhorn auf die Spur zu kommen, braucht es einen weiteren römischen Fund. Einen Fund, der erklärt, wie eine sogenannte Hipposandale hierher kommen konnte. Ganz kurzes Signal. Ja. Ich kann es hinterher nicht mehr fassen. Ich habe das nur einmal, nur so klapp. Ja. Ich kann es nicht fassen. Ja, komm mal einmal. Hier, oder? Kannst du mal gucken. Also ich krieg's nicht. Ich habe alles abgesichert und ich krieg's aber nicht mehr. Also 2-3 Mal. Dann, fast an der unteren Grenze des Messbereiches, schlägt Michael Brangs Metalldetektor an. Er findet eine Art Beschlag und er ist aus Bronze. Schon allein das ist ungewöhnlich. Also bei diesem Stück handelt es sich um einen ganz besonderen Fund, der vermutlich von einem römischen Wagen stammt. Im Umfeld des Stückes lagen mehrere Teile von einem römischen Wagen. Leider wissen wir nicht hundertprozentig, zu was es diente. Es könnte sich um die Federung eines Wagens handeln, wahrscheinlicher noch um eine Zügelführung. Die Römer führten auf ihren Feldzügen durchaus Wagen mit sich. Sie wurden Carruca genannt und dienten dem Transport von Waren und Personen. Eine solche Zügelführung könnte ein Indiz dafür sein, dass die Römer auf einem Feldzug das Harzhorn überquerten. Und sie ist noch mehr. Ein Unikat. So etwas hat man bisher noch nie gefunden. Parallelen habe ich in Donauprovinzen also an Schwarze Meer gesucht und auch in Germanien. Ich habe bisher noch keine wirklich gute Parallele gefunden. Wo kann hier eine ganze römische Armee entlanggezogen sein? Um diese Frage zu beantworten, kann die Beschaffenheit des Geländes selbst wertvolle Hinweise liefern. Dazu wird die Gegend von einem Hubschrauber aus mit einem sogenannten Airborne Laser Scan dreidimensional abgetastet.
Ein Computer entfernt Bäume und Sträucher, bis nur die nackte Oberfläche übrig bleibt. Das Ergebnis sieht so aus und bietet den Archäologen völlig neue Möglichkeiten. Wir erkennen hier Strukturen, die wir weder auf den Landkarten noch im Gelände so sehen können. Man sieht hier diese Rippelstrukturen, man erkennt hier im Grunde genommen jeden Maulwurfshügel. Das ist ja hier die Bundesstraße, die hier sozusagen den Höhenlinien folgt. Die heutige Autobahn ignoriert das und geht hier einfach durch dieses Tal durch. Sämtliche Funde können nun in dieses Modell eingefügt werden. Sie stammen alle vom Rücken des Harzhorns. Die Armee ist vermutlich über diesen steilen Höhenzug marschiert. Aber warum, wenn der Weg durch das angrenzende Tal doch viel leichter gewesen wäre? Die Untersuchung zeigt noch etwas. Das Gelände ist seit der Antike erstaunlich gut erhalten. Hier ist mehr zu holen. Im Sommer 2009 bekommen die Grabungstechniker Verstärkung. Etwa 20 Archäologen beginnen mit einer groß angelegten Ausgrabung. Das ist also die dichteste Punktwolke in dem Bereich, wo wir jetzt hier stehen. Da haben wir also hier diesen Kamm, ne, diese scharfe Geländesituation. Und an der Seite, die uns zugewandt ist, da ist also die Hauptfundkonzentration. Also mir ist das noch nie so leicht gefallen, ein Team zusammenzustellen. Also alle wollten mit, alle sind vollkommen fasziniert von diesem ganz ungewöhnlichen Platz und alle sind einfach absolut engagiert dabei. 3 Monate lang, während der Semesterferien, werden die Archäologiestudenten hier arbeiten. Sie markieren die Stellen, an denen sie viele Funde vermuten. In diesen Bereichen, die von ihnen Schnitte genannt werden, findet die eigentliche Ausgrabung statt. Zuerst wird das Gelände sowohl mit einem Bodenradar als auch geomagnetisch untersucht, um grob festzustellen, was die Archäologen hier erwartet. Dann werden die sogenannten Schnitte abgesteckt und die Ausgrabung kann beginnen. Das Harzhorn insgesamt als Fundplatz ist riesengroß. Das können wir archäologisch überhaupt nicht bewältigen. Und deshalb versuchen wir, so geschickt wie möglich bestimmte Bereiche auszuwählen, die wir dann nach allen Regeln der Kunst ausgraben und versuchen, aus diesen Schnitten dann die Informationen abzuleiten, die dann für das ganze Harzhorn, für den ganzen Fundplatz gelten. Der Boden wird schichtweise Zentimeter für Zentimeter abgetragen. Jeder Stein, jedes noch so kleine Stück Metall, ob es römisch scheint oder nicht, wird genau inspiziert. Jeder Fundort wird genau vermessen. Jedes Fundstück fotografiert und dokumentiert. Diese Arbeit ist extrem zeitintensiv. Ein bisschen platt gehämmert. Wir müssen am Harzhorn mit besonderer Vorsicht ausgraben. Diese kleinen verrosteten Funde kann man eigentlich überhaupt nicht erkennen mit bloßem Auge. Also das eine ist, wir gehen mit dem Metalldetektor immer bei den Grabungsflächen mit und lassen uns von diesem Gerät anzeigen, wo wir Eisen haben. Und das andere ist, dass man wirklich sehr vorsichtig mit feinen Geräten da die Erde bewegt und versucht, alles zu finden. Also wenn Sie da mit einer Schaufel rangehen, dann graben Sie das ganze Harzhorn um und finden gar nichts. Bis jetzt haben die Forscher am Harzhorn nur römische Funde entdeckt. Sind es vielleicht nur die Abfälle einer vorbeiziehenden römischen Armee? Aber warum wählten die Römer dann den beschwerlichen Weg über das Harzhorn? Könnte es sein, dass die hier lebenden Germanen die römischen Invasoren zu einem Umweg zwangen? Bislang fehlt von den Germanen jede Spur. Doch dann, noch im Boden wird auch dieser Fund fotografiert und per GPS vermessen.
So wissen die Forscher hinterher genau, was wo gefunden wurde. Zwei verrostete Eisenstücke kommen zum Vorschein. Sie gehören offensichtlich zusammen. Teile einer zerbrochenen Lanzenspitze. Der Fund wird ins Labor gebracht und dort untersucht. Wie alt ist die Lanzenspitze? Und ist sie nicht vielleicht doch römisch? Um das herauszufinden, wird die Lanzenspitze restauriert. Unter dem Sandstrahler kommen merkwürdige Verzierungen zum Vorschein. Römische Waffen tragen keine solchen Ornamente, aber germanische. Der wesentliche Unterscheidungspunkt ist eigentlich dieser scharfgradige... Der scharfkantige Mittelgrat. Mittelgrat. Dann hier diese Bronze-Tarschierung. Das macht das natürlich zu einem sehr herausragenden Stück. Es ist vor allem der einzig eindeutig als germanisch ansprechbare Fund bisher. Es gibt ja noch ein paar Stücke, die in den Kontext gehören könnten. Aber so gesehen ist es sicher einer der aussagekräftigsten Funde im ganzen Fundbestand vom Harzhorn. So ein bisschen wie vielleicht in der Erde steckte und man es deswegen nicht mehr wiedergefunden hat. Eigentlich ist es ungewöhnlich, dass das auf dem Schlachtfeld verbleibt. Auf jeden Fall ein sehr aufwendig gearbeitetes Stück, das man nicht einem einfachen Krieger unbedingt zuordnen wollte. Wir sind mit dem Harzhorn in germanischem Gebiet, also nicht im Römischen Reich, sondern im Germanischen, wo ganz anders gelebt wurde. Also die Germanen kannten beispielsweise keine Städte. Und wir haben aber auf dem Harzhorn diese eine germanische Lanzenspitze, die eindeutig aus der Region, aus dem Barbarikum stammt. Und wir müssen also sicher davon ausgehen, dass am Harzhorn Germanen unterwegs gewesen sind. Ein Volk der Barbaren, wie die Römer die Germanen auch nannten, gab es eigentlich nicht. Es waren viele verschiedene Stämme, die in kleinen Dorfgemeinschaften zusammenlebten. Der Fund der Lanzenspitze belegt, dass Germanen am Harzhorn waren. Um welchen Volksstamm es sich genau handelte, kann man jedoch nicht sagen. Haben diese Germanen versucht, sich und ihre Familien gegen die römische Armee zu verteidigen? Könnte das Harzhorn der Schauplatz einer lange vergessenen Schlacht sein? Den Beweis für einen Kampf gibt es noch nicht. Die Kleidung der Germanen ist in der Regel aus Wolle gemacht und Wolle muss gesponnen werden. Und wir machen uns heute gar keine Vorstellung davon, wie lange die Frauen, wahrscheinlich waren es in der Regel die Frauen, gesponnen haben mit ihren einfachen Spindeln, bis dann die Wolle für eine komplette Ausstattung für einen Mann fertig war. Das muss man in Wochen rechnen. Von den Wollkleidern, welche die Germanenfrauen so aufwendig spannen, ist so viele Jahrhunderte später nichts mehr übrig. Oft bleiben von den Germanen, wenn überhaupt, dann höchstens Waffen, wie die zerbrochene Lanzenspitze. Nicht genug, um eine Schlacht zu beweisen. Aber vielleicht kann die Lage des Harzhorns selbst Hinweise auf ein mögliches Gefecht geben. Die heutige Autobahn A7 verläuft durch das Tal direkt östlich vom Harzhorn. Neben der Autobahn liegt die Bundesstraße. Aber die Route, welche beide Straßen hier nehmen, ist noch viel älter. Der Weg der Autobahn orientiert sich am Gelände. Eine Straße gab es hier zu Zeiten der Römer nicht. Aber eine sehr ähnliche Route wurde damals als Handelsweg genutzt. Das Harzhorn liegt an einem überregionalen Weg, an einer Route, die den Römern offensichtlich auch bekannt gewesen ist, die durch das Gelände vorgegeben ist, also keine dramatischen Steigungen, keine Sümpfe, sondern man kommt hier gut von Süden nach Norden, vom heutigen Hessen in die norddeutsche Tiefebene. Und das Harzhorn ist dann eine ganz besondere Stelle, denn an dieser Stelle ist diese Route
so eng wie an sonst keiner anderen. Wenn die römische Armee durch feindliches Gebiet marschierte, nutzte sie diese natürlichen Routen. Eine römische Armee, die in dieser Gegend unterwegs war, wäre direkt am Harzhorn vorbeimarschiert. Über das steile Harzhorn, dort wo die meisten Funde gemacht wurden, würden die Römer kaum marschieren. Jedenfalls nicht ohne triftigen Grund. Für die Germanen ist es natürlich nicht sinnvoll, sich den Römern in einer offenen Feldschlacht zu stellen. Also das, da kennen die römischen Soldaten sich aus, das haben sie trainiert, das sind sie gewohnt. Es ist die viel erfolgversprechendere Strategie, die Römer in einen Hinterhalt zu locken, die Römer in unwegsames Gelände zu zwingen und ihnen dann den Kampf aufzuzwingen, der den Germanen stärker liegt. Die Germanen kannten diese Wälder gut. Sie hatten überall ihre Späher und wussten Tage im Voraus, wenn eine römische Armee sich näherte und ob ein Angriff überhaupt eine Aussicht auf Erfolg hatte. Im offenen Tal hätten sie gegen die hochgerüstete römische Armee keine Chance gehabt. Doch am Nordhang des Harzhorns erwartete die Römer eine hohe, schier unüberwindliche Steilwand. Wenn die Germanen also das Tal blockieren und die Römer zum schweren Kampf den Steilhang hinaufzwingen konnten, hatten sie vielleicht eine Chance. Für die Archäologen ist eine Schlacht zunächst nur eine Vermutung. Sie würde aber erklären, warum es sowohl römische als auch germanische Funde gibt. Und warum sie auf dem Harzhorn selber liegen. Wenn also eine Schlacht stattgefunden hat, kamen die Römer vermutlich von Norden. Und die Germanen müssen das Tal abgesperrt haben. Wie die Germanen diesen Engpass zugemacht haben, das wissen wir nicht. Anzunehmen wäre, dass hier vielleicht ein Wall aufgeschüttet wurde, dass Gräben gegraben wurden. Und danach suchen wir. Der Steilhang am Harzhorn ist auch heute eine echte Kletterübung. Für die Germanen wäre es eine ideale Verteidigungsposition gewesen. Für die römischen Legionäre dagegen eine Strapaze. Denn jeder Legionär trug 30 Kilo Rüstung und Waffen mit sich. Und die Germanen könnten diese günstige Gelegenheit genutzt haben, um die Römer anzugreifen. Klingt plausibel. Aber die bisherigen römischen Funde und eine einzelne germanische Lanzenspitze belegen noch keine Schlacht. Und es gibt noch eine andere Frage. Wie sollen die Forscher herausfinden, was am Harzhorn passiert ist, wenn sie nicht einmal wissen, wann? Das Römische Reich kämpfte mal mehr, mal weniger intensiv über viele Jahrhunderte mit den Germanen. Ab jetzt gehen die Forscher mehreren Spuren nach. Während die einen nach Hinweisen auf einen germanischen Wall suchen, machen die anderen eine weitere Entdeckung. Die Grabungstechniker Thorsten Schwarz und Michael Branks wissen sofort, dass sie hier einen wichtigen Fund vor sich haben. Auch wenn sie noch nicht sagen können, worum es sich handelt. Also nur finden reicht beileibe nicht. Wir sind nichts quasi, ohne dass die Sachen restauriert werden, ohne dass das fachlich angesprochen wird. Alle Leute, die da mitarbeiten, spinnen quasi diese Geschichte dieses Fundes zusammen. Über die Art und Weise, wie die gemacht sind, kann man schon relativ genau sagen, in welcher Zeit wir uns bewegen. Also man muss sich das so vorstellen hier, ein etwas unten sich verbreiternder Messerscheidenbeschlag, ne? Also das Messer selbst war vielleicht so lang ungefähr? Der Beschlag war vielleicht so lang ursprünglich, genau. Also ein Messer. Ganz durchbrochen und teilweise war diese Verzierung so, dass praktisch eine Schrift draus geworden ist, ein Werkstattname. Die eigentliche Messerscheide aus Leder ist längst verrottet. Aber der Beschlag, die Verzierung aus Eisen, ist erhalten.
Dieses Stück ist eine kleine Sensation, denn römische Messerscheiden wurden häufig hergestellt und sind Modeerscheinungen unterworfen, die es erleichtern, diese Stücke zeitlich einzuordnen. Wir können jetzt sagen, dass das Ereignis am Harzhorn sicherlich in der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts nach Christus stattgefunden haben muss. Bis jetzt gingen die Experten davon aus, dass der letzte große römische Feldzug tief in Germanien im Jahr 9 nach Christus stattfand. In diesem Jahr stellte sich der Cheruskerfürst Arminius den Römern entgegen. Es kam zur legendären Varusschlacht. Der römische Statthalter Varus zog damals mit einer riesigen Armee aus, um Germanien zu erobern. Arminius lockte die Armee in den endlosen Wäldern und Sümpfen in einen Hinterhalt. Die Römer hatten keine Chance, als die Germanen angeblich nachts und in strömendem Regen angriffen. Zehntausende Legionäre starben in 3 Tagen. Eine militärische Katastrophe, wie es sie bis dahin noch nie für Rom gegeben hat. Die Römer haben ja versucht, Germanien zu erobern unter Augustus, was dann mit der Varusschlacht ein ziemlich unrühmliches Ende nimmt. Und es gab natürlich immer wieder an der Grenze, die dann ja auch gebaut wurde als Limes, wie der dann genannt wird, Auseinandersetzungen. Es gab auch friedliche Beziehungen, Handel, Austausch. Aber es gab immer wieder Germanengruppen, die ins Römische Reich eingefallen sind auf der Suche nach Beute. Und also ein durchaus immer wieder gespanntes Verhältnis. Die Messerscheide deutet darauf hin, dass die Römer noch einmal probierten, Germanien zu erobern. Über 200 Jahre nach Varus. Es gibt viele römische Berichte aus dem 3. Jahrhundert, in denen von Kampfhandlungen in Germanien die Rede ist. Bisher glaubten die Forscher, dass diese alten Darstellungen maßlos übertrieben waren. Dann findet Thorsten Schwarz eine Silbermünze, eine römische Silbermünze. Sie tragen immer das Konterfei des jeweils herrschenden Kaisers. Der Feldzug hat also unter diesem Kaiser oder einem seiner direkten Nachfolger stattgefunden. In einer speziellen Reinigungslösung wird die Münze restauriert. Sie zeigt Kaiser Alexander Severus, der von 222 bis 235 regierte. Die Münze ist aus fast reinem Silber. Ein Indiz dafür, dass es dem Reich gut ging. Aber aus historischen Quellen wissen wir auch von dem einschneidenden Ereignis, das die Regierungszeit von Alexander Severus bestimmte. Und das sie nach Mainz führte. Also dahin, wo die Handelsroute, an der das Harzhorn liegt, beginnt. Also ist hier Alexander Severus, eine Silbermünze, ein Denar. Wir haben hier einen relativ hohen Silbergehalt. Jetzt sind wir im zweiten Viertel des 3. Jahrhunderts nach Christus. Das heißt, wir kommen immer näher an die Zeit, in der Alexander Severus in Mainz war. Und die Münzreihe passt eigentlich ganz gut zu dem, was wir vermuten, aber noch nicht sicher sagen können. Alexander Severus war Kaiser, als für Rom eine der schwersten Krisen seit Jahrhunderten hereinbricht. Im Jahr 233 nach Christus überrennen große Gruppen von Germanen den Limes, also die römische Reichsgrenze, und überfallen römische Militärlager, Zivilsiedlungen. Und gerade in Hessen, im hessischen Bereich, in der Wetterau, haben wir also fast in jedem römischen Stützpunkt intensive Spuren von Zerstörungen. Und das sind keine einfachen Dörfer, sondern das sind wirkliche römische Militärlager. Dort sitzt das römische Militär und hat offensichtlich keine Chance, sich gegen diese Germanen zu wehren. Und das Ganze ist offensichtlich so eindrücklich gewesen, dass also der Kaiser Severus Alexander eine Armee zusammenzieht aus vielen Teilen des Reiches, wie es sie bis vorher kaum gegeben hat, um diesen germanen Einfällen Herr zu werden. Diese riesige Armee sammelte der junge Kaiser in Mainz. Es gelang ihm tatsächlich, die Invasion zurückzuschlagen. Aber dann packte Alexander Severus die Angst vor einer neuen Niederlage, wie damals bei Varus. Seine Soldaten wollten noch weiterziehen, wollten Germanien erobern und dort reiche Beute machen. Aber der Kaiser hatte andere Pläne.
Es finden Verhandlungen mit den Germanen statt. Severus Alexander will sie mit Geldzahlungen beschwichtigen. Die Soldaten, die meutern und murren deswegen. Also in den Quellen heißt es natürlich, sie wollen in den Krieg. Aber es geht sicherlich auch darum, dass sie Geld wollen. Und das Geld bekommt man auch nur im Krieg, weil man dort Beute machen kann. Die Soldaten sahen, wie Geld an ihre Feinde gezahlt wurde, während sie selbst leer ausgingen. Das war zu viel. Am 18. März 235 ernennen meuternde Soldaten Maximinus Trax, einen altgedienten Offizier, zum neuen Kaiser. Alexander Severus und seine Mutter wurden ermordet. Maximinus Trax versprach den Soldaten Feldzüge nach Germanien und reiche Beute. Wir haben einen Feldzug überliefert, von dem man bisher immer geglaubt hat, es wären nur ein paar wenige Kilometer über den Limes hinweg. Aber wir wissen ja durch das Harzorn, dass ein Feldzug mehrere hundert römische Meilen nach Nordwestdeutschland hinein durchaus möglich war. Bis hierhin sind die Quellen eindeutig. Doch wie weit Maximinus Trax tatsächlich nach Germanien vorrückte, konnte bisher niemand belegen. Keine Spur dieses Feldzuges wurde je gefunden. Die Römer marschierten auf Feldzügen jeden Tag ca. 20 Kilometer. Und am Ende jedes Tages musste ein Lager aufgeschlagen werden, um die Übernachtungsstation zu sichern. Dazu legte man normalerweise sogenannte Marschlager an, die durch einen Wall und Graben befestigt waren. Eine Vorhut hatte den Lagerplatz bereits ausgewählt, bevor das Hauptheer ankam. Sie steckte genau ab, wo die Zelte, wo die Palisaden, wo die Straßen im Lager gebaut wurden. Ein fertiges römisches Lager war für den Gegner fast uneinnehmbar. Wenn ich mich sicher fühle, brauche ich diese Befestigungen nicht machen. Aber bei so einem Marsch im Feindesland gehe ich davon aus, dass das passiert ist. Und auch die Römer vom Harzhorn hatten entsprechendes Werkzeug dabei. Das muss also ein Pioniergerät sein, das sicherlich dort von dem Angehörigen der römischen Armee benutzt worden ist. Gräben zu schaufeln, Marschlager. Und noch ein Fundstück spricht dafür, dass das römische Heer auf einem längeren Marsch war. Das ist ein Zeltherring, ein ganz wichtiges Stück. Die Römer haben in ihren Marschlagern gekämpft, wenn sie im Feindesgebiet unterwegs waren. Und es ist ganz toll, dass auch hier dieser Ring, dass der beweglich aufgehängt ist. Also das ist eine recht gute Erhaltung, die wir hier haben. Ja. Die römischen Militärfunde bisher könnten auch aus einem Lager stammen. Die Werkzeuge wie Schaufelhacke, eine Axt und auch der Zelthering deuten auf Lagerbau hin. Stand hier vielleicht ein römisches Marschlager? Wir haben auf dem Harzhorn viele römische Funde, die dem Militär zuzuweisen sind, aber haben dann auch Pionieräxte, Zelthering, also Dinge, die Legionäre mit sich tragen und die auch ein Hinweis auf ein Lager sein könnten. Aber das Harzhorn als Berg und dann als steiler Abfall ist kein Ort, an dem römisches Militär ein Lager errichtet. Irgendwo im Umkreis von 20 Kilometern um das Harzhorn muss ein römisches Marschlager gestanden haben. Aber wie versorgten die Römer eigentlich ihre riesigen Heere so tief im Feindesland? Jeder Soldat hatte das Recht auf eine bestimmte Ration Getreide. Das heißt, die Armee musste Tonnen von Nachschub nachführen, um ihre Heere zu versorgen. Dazu gehörte auch eine Handmühle. Man hat dann aus diesem Getreide das tägliche Essen zubereitet. Und es gab natürlich dann auch Zubrot wie Fleisch oder Käse. Eigentlich gab es jeden Tag das Gleiche. Eine Ration Weizen für jeden der mindestens 3000 Soldaten in einer Legion. Das macht pro Tag mehrere Tonnen Getreide. Aber waren die Römer überhaupt in Legionsstärke am Harzhorn? Wie groß war die Armee, auf deren Spuren die Archäologen sind? Man ist mitten im Feindesland und man wird nicht mit einer kleinen Truppe so weit vorgerückt sein, weil germanische Stammesverbände durchaus ein paar 10.000 Mann umfassen können. Die tatsächliche römische Truppenstärke kann sich auch ganz locker im Bereich von 10, 20, 30.000 Mann bewegen. Wenn ein so großes Heer marschiert, hinterlässt es eine stetige Spur von Schrott und Abfällen.
Was für die Römer Müll war, ist heute für die Archäologen oft sehr aufschlussreich. Doch wie sieht römischer Müll aus? Die Grabungstechniker finden einen kleinen, unscheinbaren, verrosteten Metallklumpen. Das ist ein Sandalnagel. Es ist ein römischer Schuhnagel. In den Schuh eines Legionärs waren bis zu 100 solcher Nägel wie kleine Fußballstollen eingeschlagen. Und wie Stollen fielen auch sie ab und zu aus. Für die Legionäre war das ein Ärgernis. Für die Archäologen ist es eine heiße Spur. Bald sind es mehr Nägel, als die beiden Grabungstechniker allein bewältigen können. Denn so präzise wie die Archäologen in ihren Schnitten können sie nicht graben. Na, schick. Super. Und jetzt ist der ganze Bereich voll mit Nägeln. Sollten wir wirklich mal vorschlagen, mit dem Schnitt hier reinlegen. Hi Tom, du, wir sind hier um am sogenannten Abmarschweg, Anmarschweg. Weißt du, die Flankenbildung. Der römische Legionär muss letztlich für seine Ausrüstung selber aufkommen. Dafür wird auch ein Teil seines Soldes zurückbehalten. Für die Legionäre, die in Germanien unterwegs waren, entstehen häufig Mehrkosten, da sie, wenn sie über Fels marschiert sind, sehr, sehr viele Schuhnägel verloren haben und die Schuhe immer wieder neu genagelt werden mussten. Am Harzhorn werden immer mehr Schuhnägel gefunden. Sie alle müssen zur Restaurierung ins Labor. Für die Archäologen ist aber viel wichtiger, an welcher genauen Position jeder einzelne Nagel gefunden wurde. Denn aus der Fundlage der Nägel können sie viel über die Römer am Harzhorn erfahren. So verloren die Legionäre ihre Schuhnägel nicht nur beim Marschieren, sondern auch im Kampf. Der Wagen war hier vorne, ne? Das passt mit den Bäumen da vorne. Jetzt mal, wenn man hier schon was aufmacht, dass man den Bereich mit dem Wagenteil dann gleich noch mit reinnehmen würde. Ich stelle mir so unheimlich klasse vor, eine Fläche, wo überall kleine Fähnchen sind mit den Sandalennägeln und die ergeben dann hinterher Formen. Wenn wir die dann noch genau einmessen hier, ja, mit eurem Gerät. Die sind jetzt schon raus oder sind die? Die sind draußen. Aber die haben jetzt echt auch mal aufgehört, dass es zu viel wird. Wir haben hier das Wagenteil, wir haben hier Speerspitzen, Lanzenspitzen im vorderen Bereich. Das prickelt. Also das müsste man sich echt überlegen. Also kleine Nägel sind, so spannend sind die dann letztendlich dann auch. Ja. Lass da wirklich mal ein Bewegungsmuster rauskommen. Das wäre, boah. Wir finden ja sehr viele römische Schuhnägel und das ist für uns ein ganz besonderer Fund. Die römischen Soldaten verlieren diese Nägel, wenn sie sich bewegen, vor allen Dingen auf felsigem Untergrund oder in der schnellen Bewegung. Und die Fundlage dieser römischen Schuhnägel, die zeigt uns jetzt an, wo sich das Militär bewegt hat. Eigentlich war diese Stelle des Harzhorns nicht für die Ausgrabung vorgesehen. Aber die vielen Schuhnägel, die hier gefunden wurden, machen das Gelände einfach zu interessant. Ich will die Kante mit drin haben, ja. Professor Meyer nimmt Bodenproben, um festzustellen, wie tief sie hier graben müssen. Also 35 cm hoch ist uns immerhin. Ja, also wir setzen wirklich an, machen einen Meter Breite, nehmen diese beiden Fischen mit rein. Die Archäologen legen einen neuen Schnitt an. Dieser Platz könnte der Schlüssel zum Rätsel des Harzhorns sein. Mhm.
Gibt es vielleicht hier an dieser Stelle den Beweis für die vermutete Schlacht? Die Entscheidung, hier zu graben, zahlt sich schon bald aus. Ja, ein schönes Stück und mal wieder ein unheimlich lautes Signal für so ein kleines Ding. Also das Eisen, das kommt gut, ja. Ja, ist beruhigend. Das ist beruhigend. Das Harzhorn ist ganz besonders geeignet dafür, dass sich Eisenfunde erhalten, weil der Boden hat sehr viel Kalk und dieser Kalk sorgt dafür, dass das Milieu im Boden basisch ist. Also der Boden ist nicht sauer, sondern das genaue Gegenteil. Und das verhindert das Zersetzen von Eisen. Also eiserne Waffen in diesem Fall erhalten sich ganz vorzüglich. Auf dem Kamm des Harzhorns schlägt der Metalldetektor unter einem Baumstumpf an. Manchmal wachsen Bäume direkt um im Boden liegende Funde herum. Nur eine schwere Axt und rohe Gewalt können dann helfen, wo sonst mit feinen Bürsten und Spachteln ausgegraben wird. Im Holz steckt ein verbogenes Stück Metall. Hohl und vielversprechend. Es ist die Spitze eines schweren Bolzens, wie er von römischen Katapultgeschützen abgefeuert wurde. Aber etwas macht die Archäologen stutzig. Sie lassen den Katapultbolzen röntgen. Dann das überraschende Ergebnis. Wenn wir uns das hier ganz genau anschauen, vielleicht sieht man es auch so. Es ist eine leichte Biegung da. Wir finden am Harzhorn Katapultbolzen, die an der Spitze verbogen sind. Und das dadurch, dass der Bolzen abgeschossen wurde und dass er auf Stein oder auf einen harten Gegenstand aufgetroffen ist. Dann verbiegt sich die Spitze und wir haben dadurch den Beleg, dass hier Katapulte zum Einsatz kamen. Also hier hat eine Schlacht stattgefunden. Was bisher nur eine Vermutung war, wird durch diese Katapultbolzen für die Archäologen nun bewiesen. Hier am Harzhorn hat tatsächlich eine Schlacht stattgefunden. Und zwar wahrscheinlich eine aus dem legendären Feldzug des Maximinus Thrax. Die Römer setzten ihre Katapultgeschütze, ihre Karoballiste, gegen die Germanen ein. Aber wie groß, wie bedeutend war diese Schlacht? Und wer hat sie gewonnen? Am anderen Ende vom Harzhorn, im sogenannten Schnitt Nummer 5, machen die Archäologen inzwischen eine ganz andere Art Fund. Diesmal ist es ihr geschultes Auge und nicht der Metalldetektor, das den Ausschlag gibt. Es sind Knochen. Große Tierknochen. Ja, die sind kleiner, also nicht direkt. Sowohl Römer als auch Germanen nutzten Pferde als Reittiere. Die Römer führten außerdem noch Maultiere mit sich für die Lasten. Pferd und Maultier sind sich anatomisch sehr ähnlich. Erst eine genaue Untersuchung im Labor bringt Klarheit. Es sind Pferdeknochen. Aber wie alt sind sie? Starb das Pferd tatsächlich in der Römerschlacht? Die Knochen sind für uns natürlich auch deshalb besonders wichtig, weil man sie datieren kann. Wir werden also eine Probe von diesen Pferdeknochen nehmen und sie ins Labor schicken. Und mit der C14-Methode kann dann relativ exakt bestimmt werden, wie alt sie sind. Dazu werden Proben der Knochen an ein Labor im polnischen Poznan geschickt, das sich auf die C14-Radiokohlenstoffdatierung spezialisiert hat. C14 ist ein radioaktives Isotop von Kohlenstoff, das alle Tiere und Pflanzen Zeit ihres Lebens ständig in sich aufnehmen. Zu Lebzeiten eines Organismus ist seine Menge im Körper konstant. Jedes Lebewesen hat diesen radioaktiven Kohlenstoff in sich drin und nach dem Tod beginnt dieser radioaktive Kohlenstoff zu zerfallen. In ganz regelmäßigen Abständen zerfällt dieser Kohlenstoff und im Labor kann dann gemessen werden, wie viel Kohlenstoff ist denn noch da. Und das ist die Altersangabe. Das zeigt uns jetzt an, aha, so viel hat sich noch erhalten, also so und so alt.
Die Messung ist sehr genau. Sie zählt die verbliebenen C14-Atome und kann so den Todeszeitpunkt eines Lebewesens, je nach Alter, bis auf wenige Jahre genau bestimmen. Die Messung dauert inklusive Vorbereitung der Proben rund eine Woche. Dann endlich. Das Ergebnis dieser C14-Datierung, das kam per E-Mail und das war dann schon etwas aufregend, sich diese E-Mail anzuschauen. Und es war dann wirklich der Beleg, also ein Datum um 230, 240. Also dieses Tier, dieses Pferd ist während der Kämpfe tatsächlich gestorben. Ob es ein Pferd der Römer oder der Germanen war, lässt sich allerdings nicht sagen. Dazu bräuchte man den Schädel, die Zähne des Pferdes, und die haben die Archäologen bisher noch nicht gefunden. Am Harzhorn macht Grabungstechniker Thorsten Schwarz inzwischen einen weiteren Fund, der zu den Pferdeknochen passen könnte. Das ist offensichtlich. Aber was ist es dann? Anders als die meisten Funde ist dieser filigran und zerbrechlich. Der Restaurator muss das Fundstück zuerst röntgen. So kann er sicherstellen, dass es keine versteckten Risse hat und auseinanderfallen könnte. Auf dem Röntgenbild sieht man, dass der Fund auch innen gut erhalten ist. Jetzt kann mit einem Sandstrahler der Rost abgelöst werden, der sich auf der Oberfläche gebildet hat. Der Sandstrahler ist so filigran eingestellt, dass er wirklich nur den Rost angreift. Was darunter übrig bleibt, ist nicht etwa das blanke Eisen, aus dem das Stück einst geschmiedet wurde. 1800 Jahre im Boden haben das Eisen wieder in Eisenerz verwandelt. Aber das Erz behält dabei beinahe dieselbe Form. Als das Stück fertig restauriert ist, besteht kein Zweifel mehr. Es ist ein Reitsporn, so wie er von römischen Reitern benutzt wurde. Und noch ein weiterer Fund weist auf die gefürchtete römische Kavallerie hin. Ja, ein Lanzenschuh. Praktisch am Schaftende von der Lanze angebracht, als Schutz, aber unter Umständen dann auch als Waffe benutzbar. Wunderschön. Passt also ganz gut in den Kontext von römischer Reiterei. Neben Katapulten setzten die Römer also wohl auch ihre Kavallerie ein. Technisch waren die Römer den Germanen anscheinend überlegen. Doch haben die Truppen von Maximinus Thrax, anders als die Legionen des Varus, die Germanen wirklich besiegen können? Die Archäologen haben an einer weiteren Stelle am Harzhorn viele Pfeilspitzen gefunden.
Von Kaiser Maximinus Thrax ist überliefert, dass er Bogenschützen aus dem Orient gegen die Germanen einsetzte. Diese Bogenschützen hatten Pfeile mit dreiflügeligen Spitzen. Das sind jetzt die klassischen dreiflügeligen Pfeilspitzen mit Gliederhaken. Da ist jetzt ein Dorn dran, an dem dann der Pfeilschaft befestigt worden ist. Das sind also die Stücke, wo ich glaube, es ist eine Spezialeinheit dabei gewesen, weil wir sie doch in einer relativ hohen Anzahl haben. Diese große Anzahl von dreiflügeligen Pfeilspitzen lässt uns vermuten, dass vielleicht auch Spezialeinheiten aus dem Osten des Römischen Reiches beteiligt waren, die gerne gegen die Germanen als Spezialwaffe eingesetzt worden sind. Die Bogenschützen aus dem Orient deckten vermutlich den Vormarsch der Infanterie. So konnte sich diese den Steilhang hinaufkämpfen. Aber diese Fundstelle birgt eine Überraschung. Fast direkt neben der orientalischen Pfeilspitze finden die Archäologen ein weiteres Projektil. Diese Blattform wurde vor allem von Germanen benutzt. Hier sieht man noch, hier ist so ein Mittelgrat und hier sind die Anschleifungen für die. Also. Beiden Formen ansieht, es ist ganz was anderes. Ja. Hier ausgeschmiedet, weidenblattförmig die Spitze und dann hier in der Tülle umgeklappt. Hier ist auch dieser Grat, den man bei der anderen Spitze auch ganz gut sehen konnte, bei dem Lanzenschwung. Aber ist eine Form, die doch eher, glaube ich, in den anderen Horizont, in den germanischen Horizont verweist. Und wenn sie in Richtung der Stellung lag, kann es eben auch durchaus sein, dass wir mit einem germanischen Auxiliar rechnen müssen, der mit einem Bogen auch mit den Römern vorgeht. Im römischen Heer wurden häufig Hilfstruppen eingesetzt. Die waren schlicht und ergreifend billiger als Legionäre. Sie hatten aber zum Teil auch Spezialfunktionen. Und deswegen ist es durchaus möglich, dass germanische Verbände auch auf der Seite von Maximinus Thrax gekämpft haben. Die Spezialfunktion der Auxiliare lag meist in ihrer besonderen Bewaffnung. Hier am Harzhorn aber wurden wahrscheinlich verbündete Germanen eingesetzt. Sie kannten die Gegebenheiten besser als die Römer. Am Harzhorn gehen die Grabungstechniker inzwischen einer weiteren Spur nach. Am Kamm finden sie einen weiteren Katapultbolzen. Dann noch einen und wieder. Die Katapultbolzen kommen ins Labor. Viele von ihnen sind verbogen. Auch sie wurden also im Kampf eingesetzt. So viele auf so engem Raum zu finden, ist ungewöhnlich. Die massiven Katapulteinschüsse haben wir hier. Das heißt, wir gehen davon aus, dass hier ein Katapult stand, das in diese Richtung geschossen hat. Und hier irgendwie auf diesem Hang nochmal in die. Aus der Fundstelle der Katapultbolzen können die Archäologen noch mehr ablesen. Wir haben eine Stelle am Harzhorn, in der wir auf engstem Raum, auf wenigen Quadratmetern, etwa 40 Katapultbolzen im Hang gefunden haben. Eine besondere Stelle, von der aus man wirklich weite Teile des Bereichs, in dem offensichtlich gekämpft wurde, im Blick hatte. Und diesen Bereich nehmen die Römer unter Beschuss. Dort können wir eine germanische Stellung vermuten. Vielleicht stand ja dort der Anführer, der dann ganz gezielt beschossen wurde. So könnte es gewesen sein. Der germanische Anführer dirigiert von der Stellung am Kamm seine Männer. Die Römer nehmen ihn mit ihren Katapulten unter Beschuss, während Reiterei und Fußsoldaten Mann gegen Mann kämpfen. Wenn sich die Römer so taktisch entfalten können, sind sie den Germanen haushoch überlegen. Bisher wurden am Harzhorn nur sogenannte Fernwaffen gefunden.
Pfeilspitzen und Katapultbolzen. Kam es also tatsächlich zu einem Kampf Mann gegen Mann? Wir dürfen aus der Tatsache, dass wir hauptsächlich Fernwaffen finden, nicht schließen, dass hier nur geschossen und geworfen wurde. Sondern mit Sicherheit hat hier auch ein Nahkampf stattgefunden. Aber Nahkampfwaffen sind am Mann und Nahkampfwaffen findet man, wenn man nach der Schlacht, Tage oder Wochen danach, das Schlachtfeld beraubt. Wenn man wieder hingeht, das wertvolle Metall dann aufsammelt, die Schwerter, die Schilde, die Schildbuckel bei den gefallenen Römern, so sie nicht mitgenommen wurden, die Helme, die Rüstungsteile. Und diese Dinge finden wir deshalb nur in viel, viel geringerer Zahl als die Projektile, die ja irgendwo im Gebüsch stecken können und dann gar nicht mehr gefunden werden. Eine Frage ist noch offen. Wer hat die Schlacht auf dem Harzhorn gewonnen? Circa 100 Meter von der vermuteten germanischen Stellung entfernt, dort, wo die Katapultbolzen gefunden wurden, entdecken die Archäologen immer mehr Schuhnägel. Bald sind es über 100. In welche Richtung sind die Römer, die diese Schuhnägel verloren haben, marschiert? Thorsten Schwarz vermutet eine Verbindung zwischen diesen beiden Punkten. Er sucht genau in der Mitte, zwischen den Schuhnägeln und der Germanenstellung. Und wieder schlägt der Detektor an. Es ist eine römische Speerspitze, wie sie vor allem von der Infanterie benutzt wurde. Sie liegt höher am Hang als die Schuhnägel, sozusagen auf direktem Weg zur Germanenstellung. Wahrscheinlich sind dann die Römer über diese Stelle hier an diese Situation gekommen. Hier haben wir die ganzen Einschläge der Katapulte. Das hat ja bestimmt der Beschuss dazu gedient, hier die Germanen etwas mürbe zu machen. Anschließend hat man diese Anhöhe ja dann gestürmt. Haben die Römer es also wirklich geschafft? Die Forscher jedenfalls rekonstruieren folgenden Ablauf. Die Germanen stoppten den Vormarsch der Legionen im Tal. Die Römer versuchten daraufhin, über den steilen Hang und den Kamm des Harzhorns durch die Stellungen der Germanen durchzubrechen. Das Ziel? Den Germanen im Tal in den Rücken fallen. Damit wäre die Schlacht entschieden. Scheinbar sie zunächst wirken. Es sind die Schuhnägel, die uns diesen Ausgang der Schlacht belegen. Wir haben eine lange Spur von römischen Schuhnägeln, die sich über 1 bis 2 Kilometer hinzieht. Ist dort das römische Militär geordnet weitermarschiert? Wenn das so ist, dann haben die Römer die Schlacht gewonnen. Dort, wo heute die A7 am Harzhorn entlang führt, zogen Maximinus Thrax und sein siegreiches Heer weiter. Aber endgültig erobern konnten sie Germanien trotzdem nicht. Maximinus Thrax kehrt als glorreicher Sieger von diesem Feldzug zurück. Nur 3 Jahre später sollte er von seinen eigenen Soldaten ermordet werden. Dies zeigt schlaglichtartig die unruhigen Zeiten, die die nächsten 50 Jahre herrschen sollten. Bürgerkriege, Bedrohungen von außen. Das Reich stürzt in eine tiefe Krise. Das Römische Reich versank im Bürgerkrieg. Die Wirtschaft brach zusammen. Riesige Teile des Reiches spalteten sich ab, bis Rom eine Zeit lang kaum mehr ein Drittel seines ursprünglichen Gebietes kontrollierte. Von dieser Krise sollte sich das Römische Reich nie ganz erholen.
Und ein Teil genau dieser Geschichte wird am unscheinbaren Harzhorn ausgegraben. Das Ende des Sommers bedeutet auch das Ende der Ausgrabungen für dieses Jahr. Bis jetzt haben wir nur Theorien, Vermutungen, was am Harzhorn passiert ist. Wir haben schon viel gefunden, aber vieles wird noch im Boden stecken. Also das Geheimnis ist noch nicht komplett preisgegeben. Die Grabungen werden auf jeden Fall weitergehen. Alles begann mit einem vermeintlich mittelalterlichen Kerzenständer. Inzwischen haben die Archäologen fast 2000 römische und germanische Funde aus dem Boden des Harzhorns geborgen. In so kurzer Zeit wurden bisher auf keinem anderen römischen Schlachtfeld so viele Artefakte gefunden. Mit Hilfe modernster Technik wird eine Schlacht rekonstruiert, die 1800 Jahre lang auf ihre Entdeckung gewartet hat. Stück für Stück wird so das Rätsel Römerschlacht gelöst. Es ist eine Entdeckung, die die Geschichte Norddeutschlands schon jetzt umschreibt.